Herzlich willkommen. Wir sind heute wieder hier zu dem Format 3 Fragen an. Es geht heute um das betriebliche Mobilitätsmanagement und Lagerlogistik. Ich habe zu Gast die Frau Kerstin Zahlen. Sie ist freie Energieberaterin und Umweltgutachterin und spezialisiert vor allem auf Industrie und Gewerbe und wird uns heute ein bisschen was zu dem Thema sagen können. Hallo Frau Zahlen. Ja, guten Tag. Hallo. Ja, die erste Frage ist, das betriebliche Mobilitätsmanagement, für wen ist das denn überhaupt geeignet? Also das ist grundsätzlich für alle Unternehmen geeignet, egal welcher Größe, die eine gewisse Anzahl an Dienstfahrzeugen haben. Also es kann losgehen bei 20 Dienstfahrzeugen, aber es kann auch hingehen bis zu mehrere hundert LKWs. Da gibt es auch branchenunabhängig Möglichkeiten. Also ja, alle Unternehmen, die Dienstfahrzeuge haben, die einen großen Vertrieb haben oder Außendienst haben oder auch Montage und Dienstleistungen erbringen mit entsprechendem Fuhrpark, für die ist das geeignet. Super. Und welche Potenziale verbergen sich denn in so einem Mobilitätsmanagement? Potenziale, also zum einen natürlich, man kann Kosten sparen, wenn man weiß, was der Fuhrpark einem kostet. Betriebskosten ist dann ein ganz großes Thema. Dann auch das Nutzerverhalten kann man auswerten. Man kann Strecken optimieren. Und was auch interessant ist, man kann sogar, wenn man nachweist, dass die Mitarbeiter oder die Fahrer geschult werden und da auch nachhaltig unterwegs sind, kann man sogar Versicherungsbeiträge damit senken. Das ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt da verschiedene Stellschrauben in dem Bereich. Okay, sehr gut. Gibt es da eigentlich, wenn ich sowas nachhalte, gibt es da Probleme mit den Mitarbeitern, wenn man sagt, ich kann das über GPS auswerten? Ja, das ist tatsächlich ein Problem oder kann ein Problem sein, wenn man es nicht kommuniziert. Also der Mitarbeiter fühlt sich natürlich erstmal überwacht, wenn er weiß, ich habe hier ein GPS-System im Fahrzeug, das mich auf Schritt und Tritt überwacht. Aber es geht ja beim Flottenmanagement nicht um Überwachung des Mitarbeiters, sondern ich möchte ja Kosten einsparen, ich möchte meine Strecken optimieren. Und wenn das eben kommuniziert wird, dann hat der Mitarbeiter in der Regel da nicht das Problem. Wenn er weiß, für was es ist und wenn es nicht darum geht, ihn zu überwachen, dann ist es auch in der Regel kein Problem. Aber man muss es natürlich, man muss es einfach kommunizieren. Das denke ich mit allen Effizienzmaßnahmen so, dass man das kommunizieren muss. Welche konkreten Maßnahmen gibt es denn in diesem Bereich, um Effizienzgewinne zu erreichen? Also zunächst mal bietet sich an, eine Beschaffungsrichtlinie und auch eine Nutzerverhaltensrichtlinie zu erstellen. Natürlich muss ich auch erstmal wissen, wie stehe ich denn überhaupt da mit meinem Fuhrpark? Wie ist denn die Struktur? Auch selbst die Kosten. Weiß ich denn, wie viel Prozentanteil der Kosten von den Gesamtkosten in meinem Unternehmen überhaupt für den Fuhrpark entstehen? Also man muss natürlich wissen, wo stehe ich? Wenn ich das dann weiß, dann kann ich den nächsten Schritt gehen und kann sagen, ja, lass uns doch mal gucken, wo ich einsparen kann. Und da bietet es sich an, ein softwaregestütztes Flottenmanagementsystem einzuführen. Da braucht man dann auch Kennzahlen. Man muss eben Kennzahlen ableiten, zum Beispiel Betriebskosten pro Kilometer, das ist das Einfachste. Oder auch Kraftstoffverbrauch pro Kilometer. Und dann kann ich auch meine Fahrzeuge miteinander vergleichen. Das geht bis hin zum Punkt genau zum Fahrzeug. Und wenn ich verschiedene Fahrzeuge habe, dann kann ich nachher auch, wenn ich neue Fahrzeuge brauche, wenn ich meinen Fahrzeugpark erneuern möchte, kann ich dann auch den Fokus auf eben entsprechend energiesparende Fahrzeuge legen. Aber ich muss es ja erstmal wissen, ich muss erstmal Daten sammeln und die Daten analysieren und auswerten und dann kann ich das Ganze auch managen. Management erinnert mich so ein bisschen an natürlich das oberste Management. Ja. Was für eine Rolle spielt das denn dabei? Das spielt eine sehr große Rolle. Also in dem Bereich sollte die Geschäftsleitung eine Vorbildfunktion erfüllen, weil es motiviert den Mitarbeiter in der Regel nicht sonderlich, wenn er ein spritsparendes Auto fahren soll, aber die Geschäftsführung mit einem schweren großen Wagen auf dem Hof fährt, da sollte natürlich sollten alle an einen Strang ziehen. Und gleiches Recht für alle, weil es geht ja hier nicht um Hierarchiedenken und um Prestige, sondern es geht um Umweltschutz und Klimaschutz. Und das sollte eigentlich auch in der höheren Etage wichtiger sein, als jetzt ein großes, schweres, repräsentatives Auto zu fahren.
Schön gesagt, vielen Dank. Kommen wir schon zu der letzten der drei Fragen. Wenn ich an Logistik denke, denke ich auch an Lagerlogistik. Gibt es da Möglichkeiten und was für Möglichkeiten, um Energieeffizienz zu generieren? Ja, das ist die sogenannte Infralogistik. Unternehmen, die Hochregallager haben oder überhaupt Lagerhaltung, die haben ja auch entsprechende Flurförderfahrzeuge beziehungsweise Regalbediengeräte. Und da fängt man damit an, wie räume ich überhaupt mein Lager ein? Ja, da geht es einfach darum, unnötige Wege zu vermeiden und auch ja, weite Strecken zu vermeiden. Also da muss man eben diese sogenannte ABC-Analyse machen. Wie räume ich mein Lager am sinnvollsten ein, um einfach Strecken zu vermeiden? Das nächste sind die Fahrzeuge an sich. Es gibt ja Elektrostapler und es gibt auch Stapler mit Verbrennungsmotoren. Studien haben gezeigt, dass Elektrostapler von den Betriebskosten her günstiger sind und auch sparsamer sind. Deswegen sollte man den Fokus auf elektrische Geräte da setzen. Und eine weitere Stellschraube, da hängt ein Glied nach dem anderen, sind natürlich die Ladegeräte, die Ladetechnik. Auch hier ist ein Einsparpotenzial da. Es gibt diese sogenannten 50-Hertz-Ladegeräte, die naja, relativ ineffizient sind. Also da ist der Wirkungsgrad nicht so hoch wie bei zum Beispiel Hochfrequenz-Ladegeräten. Genau, und auch überhaupt diese ganze Struktur, habe ich viele dezentrale Lösungen oder habe ich irgendwo ein gemeinsames ein Ladepool? Und wie lade ich meine Geräte? Und ja, da, wie gesagt, sind auch Einsparpotenziale da, einfach über mehrere Bausteine. Auch hier gilt natürlich, der erste Schritt wäre, überhaupt mal zu erfassen, was habe ich, wo stehe ich? Und je nach Ausgangssituation ist da auch ein sehr hohes Einsparpotenzial vorhanden. Sehr schön, super. Also ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen, können in Ihrem Betrieb mal auf die Optimierungssuche gehen und das betriebliche Flottenmanagement einsetzen. Wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne bei uns. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Frau Zahn. Ja, gerne.